Jiha! Ups. Ich hatte den ja gar nicht um. Jiha Rama! Nächste Folge. Hallo ihr lieben Modellbauerinnen und Modellbauer. Ich bin's wieder, die Doro von spurenteile.de. Und heute kommt Joes Barbershop dazu. Mit dem beschäftigen wir uns heute. Den werden wir jetzt hier mal zusammenbauen, damit unsere Westernstadt auch weiterhin wächst und gedeiht. Fangen wir mal an. So, das hier ist vorne. Wo sind die Fensterscheiben? Die sind hier hinten. Wie immer. Fenster putzen. Und Fensterscheiben aufkleben. Genau. Wir haben dreimal zu kleben. Sind auch alle gleich groß. Also braucht ihr euch da nicht großartig auf irgendwas zu achten. So. Und das darf trocknen. Dann geht es jetzt schon direkt an den Zusammenbau der Wände. Da fangen wir vorne an. Und zwar ist es bei diesem Modell so, dass dieses Gitternetz, das ist zur Stabilisierung des Daches gedacht. Das wird hier so eingefügt und da müssen dementsprechend auch hier die Seitenwände mit eingefügt werden. Genau, das werden wir jetzt gleich alles mal gleichzeitig, huch, das ist die Farbe, gleichzeitig dran kleben. So, das Gitter. Und dann hier die Seitenwand. Und damit man auch schön reingucken kann, sind die Fenster an der Seite und nicht nach hinten. Genau hier für die Streben von oben machen wir hier noch ein bisschen. Oh, Kundschaft, Daniel, kümmerst du dich drum? Ja! Danke! Winkel dann und dann darf das erst einmal trocknen. Na. Jetzt geht's wunderbar so. Jetzt ist es drin, ein kleines bisschen Gefuckel, aber das ist uns ja nicht fremd. So. Mittagspause. So, wie uns gerade aufgefallen ist, lief leider unsere Kamera da oben nicht und die hat den Ton dran, deswegen, ja, jetzt haben wir hier schon einen fertigen Barbershop, den ich eigentlich gerade dachte, mit euch zusammengebaut zu haben. Genau, also wir haben hier das Dach noch oben drauf geklebt, dann das Schild hier vorne für die Pferdchen und dann haben wir noch unsere Rolle platziert. Die war so mitgeliefert worden. Die habe ich einfach hier auf so einen kleinen Zahnstocher gemacht mit unserer Farbe von Vallejo. Einmal mit einem anderen Zahnstocher hier drumherum einen Streifen gezogen und dann da vorne angebracht. Ja. Ich denke, ihr könnt es trotzdem so ein bisschen nachvollziehen und so sieht es jetzt aus. Ist ganz nett geworden und ich sage dann an dieser Stelle, macht's gut und schön, dass ihr dabei wart und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss!